Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wissen ist Macht. Und Wissen ist ja schon seit Jahrtausenden Macht, dazu stehe ich. Und ja, dazu komme ich jetzt aber heute mal ein MW2 Gameplay live kommentiert. Ich weiß nicht, was passiert. Keine Ahnung, kein Plan. Hier waren wir zwar schon mal, aber hier sind wir jetzt nochmal. Genau. Ja. Also, Wissen ist Macht. Wie funktioniert eigentlich ein Fernseher? Um zu verstehen, wie ein Fernseher funktioniert, müssen wir erstmal überhaupt wissen, was da eigentlich passiert, wenn wir auf so ein Fernsehgerät schauen. Wir sehen eine flüssige Bewegung. So, wenn wir jetzt mit unserem Handy ein Video machen, dann ist das ja eigentlich nichts anderes als genau das gleiche wie bei einem Fernseher. Was passiert da? So. Ich muss eins nochmal sagen, ich erkläre jetzt die leichte Erklärung. Es gibt natürlich noch eine fachmännische Erklärung, aber die würde hier locker das Video sprengen und da würden Fachbegriffe kommen, die ihr gar nicht verstehen würdet. Aus dem Grund habe ich mir überlegt, wie könnte ich das jetzt machen, und aus dem Grund werde ich das ganz leicht machen. Ihr guckt also auf den Bildschirm. Zum Beispiel jetzt dieses YouTube-Video, ist ja egal, ob das jetzt ein YouTube-Video ist an eurem PC oder an eurem Fernseher. Was passiert da? Dort werden Bilder abgespielt, und zwar eine ganz bestimmte Zahl, so zwischen 15 und 20 oder 25 Bilder pro Sekunde. So, manchmal sind das aber auch ein bisschen weniger. So, da werden auf jeden Fall diese Bilder abgespielt, pro Sekunde. Kinofilme teilweise auch mit 50 Bilder, es ist unterschiedlich. Auf jeden Fall, alles was mehr als so 15 Bilder pro Sekunde hat, das erzeugt ein flüssiges Bild für unser Gehirn. Ne, alles, was drunter ist, das ist, erzeugt so ein ruckelartiges Bild. So, tschick, 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 tschick. Moin Leute. Okay, also wenn wir Fernsehen schauen, sehen wir nichts anderes als ganz viele Bilder, die nacheinander gezeigt werden. Das heißt, es ist also nichts anderes als ein Daumenkino. Und damals gab es ja schon Daumenkino. Und wenn die Leute damals gewusst hätten, dass ein Daumenkino nichts anderes ist als heute das Fernsehen, als ein Film. Ja, mein Gott. Also, Daumenkino ist also auf jeden Fall wie das Fernsehen. Und jetzt fragen sich natürlich erstmal, bevor wir hier irgendwas anfangen, der Ton. Wie kommt eigentlich der Ton in den Fernseher? Das ist irgendwie, die Leute können das irgendwie gar nicht begreifen. Und zwar sind da eine Art Trommelfälle in dem Fernseher. Und die produzieren nach Belieben einen bestimmten Ton. Ne? Nach einer bestimmten Frequenz. Und wenn jetzt eine bestimmte Strommenge durch dieses Trommelfell läuft, dann kann man auch einen bestimmten Ton erzeugen. Das ist unglaublich kompliziert, wie das alles so abläuft. Aber mit der perfekten Strommenge kann man tatsächlich auch einen bestimmten Ton erzeugen, der dann abgespielt wird zu dem entsprechenden Film, zu der entsprechenden Dokumentation, zu der entsprechenden Sache. Wie funktioniert aber jetzt ein Fernseher? Ein Fernseher besteht aus ganz, ganz kleinen Kacheln. Ne, diese kleinen Kichelchen. Vielleicht geht ihr jetzt einfach mal hin, ich gehe jetzt auch mal hin. Ne, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal an meinen Fernseher. Achtung! Ich laufe jetzt mal an meinen Fernseher, mal gucken, ob ich diese Kichelchen auch sehe. Auf jeden Fall gibt es ja die Bildröhre. Ich bin ja noch ganz alt. In der Kathode werden ja die Elektronen hergestellt. Und dann werden ganz klar, werden so Art Farben hergestellt. Ne? Ne? Und diese Farben in diesen Kacheln können dann verschiedene Dinge herstellen. Also ein Fernseher ist ja irgendwie nichts anderes als ein Computer, würde ich sagen. Ja. Ne? Der ganz viele Kacheln auf einmal erstellt. Also es ist sehr, sehr kompliziert, um das zu verstehen. Nehmen wir mal an, ganz viele Bilder werden einfach angezeigt. Zack, 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 zack. Und diese Kacheln müssen alle perfekt zusammenarbeiten und mischen dann, also eine Art Programm mischt im Fernsehen dann die bestimmten Farben hier. Und das können bis zu 15 Millionen Farben sein. Das ist unglaublich, weil das eine unglaubliche Erfindung ist, dieses ganze Fernsehen, ne? Fernsehen, ja. Wir empfangen es heute über Satellit und dort werden die Signale an uns weitergereicht, an den Receiver, und dann können wir ja Sachen angucken. Fernsehen.
Ja, das ist eigentlich die leichte Erklärung, wie das Fernsehen funktioniert. Es könnte natürlich auch noch eine fachmännische Erklärung darhalten. Dann würde diese leichte Erklärung blass aussehen, aber irgendwie muss man ja das Wissen weiterbringen. Ne? Auf jeden Fall ist Fernsehen nichts anderes als ganz viele Bilder, die angezeigt werden und von weit her gesendet werden. Und der Fernseher produziert ganz viele Farben und mit diesen Farben können wir Fernsehen. Das Trommelfell im Fernseher oder in den Lautsprechern produziert den Ton nach der entsprechenden Stromsequenz. Das ist alles sehr kompliziert, aber naja, wir sind ja auch nur Menschen. So weit reicht unser Horizont, glaube ich, gar nicht. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer EduGamescom auf der PlayStation 3. Ciao. Bis zum nächsten Video in 3 Tagen. Genau. Haut rein. Ciao.